hat und diese Schrauben sind immer noch drin. Allen Respekt. Tja, wieder einer der DSV-Adler. Aus Oberstdorf kommt er, der Andi Bauer. Und vor ihm muss man den Hut ziehen, was er während dieser Tournee geleistet hat. Man muss sagen, raus aus dem Bett, ran an die Schanze. Und auch für Andi Bauer ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis. Nach 101 Meter im ersten Durchgang schafft das nicht ganz so weit, der Oberstdorfer. 99 Meter für ihn. Andi Bauer, aber einer, der jetzt hinter Sepp Heumann auf dem fünften Platz liegt. Aber einer, möchte ich sagen, der in dieser Saison seine Hand in die Herz genommen hat. Sein Herz in die Hand genommen hat, liebe Zuschauer. Entschuldigung. Und sich mal durchgebissen hat. Früher ließ er sich ab und zu mal hängen. Jetzt ist er in dieser Mannschaft einer, der die Zähne zusammenbeißt, wie sie alle gut zusammenhalten und sich gegenseitig auch noch aufputschen. Also Andi Bauer mit einer bravourösen Leistung auf Platz 5. Einer der jungen Österreicher, Alexander Pointner, hat für die größte Weite des zweiten Durchgangs gesorgt, setzt sich damit an die Spitze des Klassements, nachdem 37 Springer schon drunten sind. Mit 202,5 Punkten seine Weite im zweiten Durchgang, 102,5 Meter. Und das ist der Vorjahressieger der Tournee, Risto Laakkonen aus Finnland. Da geht es darum, ob Sepp Heumann ihn überholen kann in der Gesamtwertung. Er liegt auf dem vierten Platz. 99,5 Meter für Laakkonen. Jetzt sind wir auf die Note gespannt. Sepp Heumann hat 198,5. Und Laakkonen müsste 191,5 haben. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ganz knapp. Wir rechnen eben. Dass er weit springen kann, hat er nicht nur in Oberstdorf bewiesen. Rune Olenik aus Norwegen macht einen weiten Satz auf 107 Meter. Eine tolle Leistung nach 101 Meter im ersten Durchgang. Der Nachwuchsmann, der Norweger, jetzt natürlich führend im bisherigen Klassement dieses Tages. Er deutet damit aber auch an, dass man auch jetzt ohne Thermikeinwirkung verursacht von der Sonne noch weit springen kann. Es ist also einiges zu erwarten. Und jetzt fällt eine Vorentscheidung. Dort oben sehen Sie mit der Startnummer 79. Jens Weißflog, Olympiasieger, Weltmeister, da muss ich mehr zu ihm sagen. Und führender bisher des Gesamtklassements der Vierschanzentournee. Weißflog, DDR. Das war nicht weit, das war nicht weit. Und natürlich wird dort oben Dieter Thoma diesen Sprung von Jens Weißflog auf 98 Meter beobachtet haben. Vielleicht noch am kleinen Anhänger, wo Reini Reindl dort die Ski präpariert. Die Note 102,5 für Jens Weißflog, bisher Rang 3. Jetzt sind wir gespannt. Franz Neulendner hat
mit dem Tagessieg wohl nichts zu tun, auch nicht mit dem Gesamtsieg der Tournee. Und liebe Zuschauer, Sie werden uns nicht böse sein, wenn ich Ihnen einfach gestehe, dass wir hier jetzt natürlich nur noch bangen und hoffen. Hoffen auf Dieter Thoma, denn jetzt hat er wirklich den Gesamtsieg der Vier-Schanzentournee in der Hand. Er muss nur noch zugreifen. Und wenn es um den Zweikampf mit Jens Weißflog geht, dann muss Dieter Thoma, das ist jetzt eine Spekulation von uns, eine kleine Rechnung, die Sie uns gestatten, nur knapp über 100 Meter springen. Dann hat er. Vergessen sollten wir bei dieser Rechnung allerdings nicht, dass da noch einer lauert im Hintergrund, nämlich Ari Pekka Nikula aus Finnland, der 4,5 Punkte hinter Dieter Thoma liegt. Darauf konzentriert sich jetzt alles. Sepp Heumann, haben wir eben ausgerechnet, behält seinen 5. Platz. Auf jeden Fall hat er Lakone nicht überholen können, genau um einen Punkt. Schade für den Sepp. Aber was es bedeutet, genau diesen einen einzigen Punkt nur hinter dem Vorjahressieger zu liegen, spricht über die Leistung von Sepp Heumann alles aus. Ein Spätzünder dieser Tournee, Bergat Opas aus Norwegen. Da hatten ihn ein paar schon abgeschrieben nach Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt plötzlich fliegt er zweimal weit hinunter und setzt sich an die Spitze des bisherigen Klassements mit 105 Metern und der Note von 212,0 vor seinem Landsmann Rune Olinik und dann Marian Tepes aus der Tschechoslowakei. Der Führende des Weltcups im gelben Trikot, Ernst Vettori aus Österreich, ich möchte mal sagen, der Oberadler der Österreicher, sechster nach dem ersten Durchgang. 105 Meter sprang er da im ersten. Und zumindest so weit ist er diesmal gesprungen. Er freut sich zurecht, denn mit diesen 107 Metern im zweiten Durchgang, bejubelt von den Zuschauern, setzt er sich an die Spitze des bisherigen Ergebnisses, des Tagesergebnisses. Vielleicht kann er dieses Springen heute sogar gewinnen. In der Gesamtwertung der Tournee liegt er zu weit zurück, aber er überholt Sepp Heumann und Risto Lakkonen. 217, eine hohe Note, aber sicherlich gerecht. Der fünfte nach dem ersten Durchgang, dritter in der Gesamtwertung. Hier kann Dieter Thoma noch gefährden. Ari Pekka Nikola, Finnland. Nein, damit oder Dieter Thoma abstürzt. Damit kann er ihn nicht gefährden. Mit 97,5 Meter. So, liebe Zuschauer zu Hause, während wir jetzt in der Zeitlupe noch einmal den jungen Finnen sehen, sitzt dort oben schon Dieter Thoma. Und er weiß, dass er jetzt den Gesamtsieg in beiden Händen hat und zupacken muss. Das hat er getan, wenn er über die 100 Meter springt.